Rund 80.000 Menschen erwartete der Vatikan am Donnerstag bei der Trauerfeier für den verstorbenen früheren Papst Benedikt auf dem Petersplatz in Rom. Schon am frühen Morgen standen AnhängerInnen des emeritierten Papstes vor dem Petersplatz an, um an der Feier teilzunehmen. Abgehalten wurde die Totenmesse von Benedikts Nachfolger, dem amtierenden Papst Franziskus. Die Messe gilt als historisches Ereignis. Erstmals seit Jahrhunderten wurde ein bereits zurückgetretener Papst beerdigt. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In seiner Predigt lobte Franziskus Benedikts Hingabe an den Glauben und bezeichnete ihn als treuen Freund des Bräutigams, wie Jesus in der katholischen Kirche oft genannt wird. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta. Nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Nach der Messe wurde der Sarg in den Petersdom getragen, wo der Leichnam Benedikts in den vatikanischen Grotten beigesetzt wird. Auf seinen eigenen Wunsch wird er im früheren Grab von Johannes Paul II. Beerdigt, der nach seiner Heiligsprechung durch Franziskus 2014 in eine Seitenkapelle des Petersdoms transferiert wurde.